Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir starren. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, der unsichtbar bei uns ist. Möge Gott uns durch diese Zeit führen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich willkommen zum Mittagsgebet der Evangelischen Kirche in Österreich. Heute aus der Taufkapelle der Auferstehungskirche in Wiener Neustadt. Wiener Neustadt ist die zweitgrößte Stadt Niederösterreichs nach St. Pölten. Die evangelische Pfarrgemeinde Wiener Neustadt ist die zweitgrößte nach Mödling. Aber die Auferstehungskirche ist bei weitem die größte evangelische Kirche in Niederösterreich. Darum werden hier alle großen Ereignisse gefeiert, unter anderem auch vor 3,5 Jahren meine Amtseinführung als Superintendent. Und heute das Mittagsgebet. Es wird in den nächsten 24 Stunden von mehr Menschen angesehen werden, als in diese größte Kirche Niederösterreichs hineinpassen könnten. Eine schöne neue Gemeinschaft, die in den letzten 8 Wochen der Mittagsgebete entstanden ist. So feiern wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenpsalm für die Woche nach dem Sonntag, Kantate, ist der 98. Psalm. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Geholfen hat ihm seine Rechte und sein heiliger Arm. Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er gedachte seiner Huld und seiner Treue zum Haus Israel. Alle Enden der Erde sahen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Lande. Freut euch, jubelt und singt. Spielt dem Herrn auf der Leier zu lautem Gesang. Mit Trompeten und lautem Widerhorn jauchzt vor dem Herrn, dem König. Es brause das Meer und seine Fülle, der Erdkreis und seine Bewohner. In die Hände klatschen sollen die Ströme, die Berge sollen jubeln im Chor. Vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit, die Völker so, wie es recht ist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das erste Königebuch erzählt. Gott sprach zu Salomo, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Verstehen, was gut und böse ist, das ist ja ein durchaus ambitionierter Wunsch. Denselben Wunsch hatten auch Adam und Eva. Und er hat sie in allergrößte Schwierigkeiten gebracht. Die Schöpfungsgeschichte erzählt, mit Aussicht darauf, Gut und Böse erkennen zu können, hatte die Schlange die beiden verführt. Deshalb hatten sie vom Baum der Erkenntnis gegessen. Das Einzige, was ihnen verboten war. Zur Strafe hat Gott sie aus dem Garten Eden verbannt. Zur Strafe sind alle Menschen sterblich geworden. Und zur Strafe sind noch einige andere unangenehme Dinge passiert. Man zuckt also ein wenig zusammen, wenn der junge König Salomo das von Gott wünscht. Aber das ist gar nicht nötig, denn Gott ist begeistert. Gott freut sich besonders, dass Salomo nicht um Reichtum und Ehre gebeten hat. Darum gibt er ihm das dann auch noch mit dazu. Was ist der Unterschied? Wieso bestraft Gott Adam und Eva und belohnt Salomo, obwohl sie doch dasselbe wollten? Nun, die Schlange hat Adam und Eva verführt, indem sie ihnen gesagt hat,
Wenn ihr Gut und Böse erkennt, werdet ihr sein wie Gott. Bei Adam und Eva ging es also um ihre Größe, um ihre Bedeutung. Bei Adam und Eva ging es um sie selbst. Salomo hat zu Gott um ein gehorsames Herz gebeten, damit er ein guter König ist, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Bei Salomo ging es also um diejenigen, für die er Verantwortung getragen hat. Geht es um mich selbst oder geht es um meine Aufgabe? Das ist ein schmaler Grat für alle, die mit Gott unterwegs sind, in der Kirche, aber auch im ganzen Leben. Darum möchte ich dazu ermutigen, dass diese Frage zum ständigen Begleiter wird. Will ich weise sein? Bemühe ich mich? Will ich etwas sein, damit ich gut aussehe? Oder will ich weise sein, mich verbessern, damit ich den Dienst an Gott und an den Menschen besser erfülle? Gebe uns Gott nicht nur die Weisheit, Gut und Böse zu unterscheiden, sondern auch die Weisheit, uns selbst zu erkennen. Amen. Wir beten. Gott, wir danken dir für alles, was du uns gibst. Körper, Seele und Verstand. Sie machen unser Leben schön, sie machen uns wertvoll, sie machen uns fähig, dir und den Menschen zu dienen. Wir bitten dich, befreie diejenigen, die wegen ihrer Gedanken unterdrückt und eingesperrt sind. Zeige uns Wege, wie wir uns für diese Menschen und die Freiheit der Gedanken einsetzen können. Wir bitten dich, schenke uns unser Leben lang Lust am Nachdenken. Lass uns mit Neugier sehen, hören und forschen. Gib uns den Mut, auch nach dir mit unserem Verstand zu suchen, damit wir anderen von dir erzählen. Wir bitten dich, schenke den Menschen in der Kirche und in der Politik die Fähigkeit, Gutes und Böses zu unterscheiden. Gib ihnen den Mut, diese Erkenntnis in Entscheidungen umzusetzen, auch wenn sie unpopulär sind. Gib uns die Langmut, richtige Entscheidungen zu ertragen, selbst wenn sie unbequem sind. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken auch wandern, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott dem Vater, der uns geschaffen hat, bei Gott dem Sohn Jesus, der uns begleitet, bei Gott dem Heiligen Geist, der uns tröstet. Geht hin unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.